Auch wenn ich mich schon seit über 30 Jahren mit diesem Gesundheitsthema mit viel Leidenschaft auseinandersetze, kommen immer wieder Fragen, wo ich schlichtweg keine Antwort weiß. Das ist wie ein weißer Fleck. Gerade deshalb finde ich sie so spannend, weil ich eben dann auf die Recherche gehen kann und Dinge für mich herausfinden kann. Ich freue mich deshalb, die Frage von Michelle vorlesen zu dürfen. Sie schreibt: Hast du schon mal etwas von Gewürznelken gehört? Diese zu kauen soll sehr gesund sein, bin auf deine Meinung gespannt. Und da ich eben hier nicht auf in diesen 30 Jahren Gelerntes oder Erfahrenes auf meiner biologischen Festplatte zurückgreifen kann, habe ich einen Notizzettel mir gemacht, habe viele Dinge recherchiert, die ich einfach hier vortragen möchte. Deswegen werde ich heute etwas weniger Blickkontakt für die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer haben, was den Podcast-Followern sowieso egal ist. Aber deswegen bitte verzeihen, wenn ich heute nicht so häufig in die Kamera schaue. Aber ich möchte eben auch dann wirklich auf den Punkt gebracht Informationen liefern für die, die auch Interesse haben, vielleicht ein paar weiße Flecken bunt anzumalen. Passt, finde ich, bei einem Thema. Es geht ja um Blumen. Wobei nicht ganz Blumen, weil die Nelken kennen wir wahrscheinlich alle. Aber das ist eine Gewürznelke und das ist eine Blütenknospe des Gewürznelkenbaumes. Und der gehört zur Familie der Myrtengewächse. Ich denke mal, die Botaniker unter euch, die wissen sofort Bescheid. Ich wusste das vorher nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen was aus dem Privaten. Mit Blumen habe ich persönlich es gar nicht so. Meine Frau umso mehr, die liebt Blumen. Für mich sind alles Tulpen. Egal ob Sonnenblume, ob eine Rose oder eben anderes Gewächs. Ich nenne es immer, spaßeshalber natürlich, Tulpen. So, jetzt aber zurück zum Thema. Ganz wichtig ist, dass man eben diese Gewürznelken nicht mit den typischen Nelken, also der Blume, verwechselt. Der Gewürznelkenbaum mit seinen kleinen Fruchtknoten kommt aus Südostasien und die Ernte, die erfolgt per Hand, das ist richtige Handarbeit und danach werden eben dann diese Knospen und auch die Blätter dazu getrocknet. Gewürznelken werden für Soßen verwendet, für Backwaren, für Getränke, für Tees, aber auch für Kosmetika und auch. Und das ist, glaube ich, das, was für uns sehr interessant ist, in der alternativen Medizin. Die Knospen von diesen Gewürznelken, die enthalten ätherische Öle und sie enthalten auch flüchtige Verbindungen wie Phenole, die der Pflanze dieses Aroma verleihen. Und die schützen letztendlich die Pflanze vor diesen rauen Umweltbedingungen und eben auch vor Fraßfeinden wie Insekten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn man nennt auch diese Pflanzenschutzstoffe, die uns, dem vielzelligen Lebewesen, dem Menschen, also dem sehr komplexen Menschen, dem nützen sie als Schutz. Aber ebenso kleinzelligen Lebewesen, wie eben auch Insekten, die haben nicht so viele Zellen wie der Mensch, für die sind eben das Schutzstoffe, damit sie von denen nicht einfach brutal weggefressen werden. Was also den Insekten schadet und deswegen produziert die Pflanze eben dann sowas wie zum Beispiel Phenole oder eben auch diese Aromen. Die schützen sich dadurch vor Fraßfeinden, aber uns Menschen helfen sie. Und das ist das Prinzip Hormesis. Das ist minimaler Stress für den menschlichen Organismus. Und dieser minimale Stress ist wie eine Art Fitnesstraining zu verstehen. Und deswegen sind eben diese Polyphenole oder eben auch Aromen für den Menschen gesund und für die Einzeller eben nicht. So, das war jetzt ein paar Mal im Kreis herum, aber ich denke mal, das ist ein sehr spannender Punkt. Also nicht für jede Lebewesen sind auch Vitamine gut. Oder eben diese sekundären Pflanzenstoffe. Für den Menschen sind sie super, weil vielzellig kann wunderbar damit umgehen, aber eben wenigzellig nicht. Gut. Dann, ja, warum ist denn diese Gewürznelke jetzt eine Heilpflanze für den Menschen? Erstmal die Frage, ob das überhaupt eine Heilpflanze ist. Und da habe ich recherchiert, in der chinesischen und ayurvedischen Medizin ist die Nelke seit dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also mittlerweile schon ungefähr so um die, boah, wahnsinnig, um die 2300 Jahre im Einsatz. Also schon eine ganze Weile Erfahrung steckt da drin. Und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Medizin dort und wird auch als natürliches Antibiotikum eingesetzt. Das finde ich immer spannend, wenn man eben so ein bisschen skeptisch gegenüber den Chemiekeulen ist oder der Pharmazie. Dann kann man eben durchaus, gerade bei Infekten, die jetzt nicht so brutal sind, kann man durchaus mit sowas mal experimentieren, bevor man eben sofort
zur Pharmazie greift. Klar, wenn ich eine akute Lungenentzündung hätte, dann wäre ich mit Experimenten vorsichtig, dann muss es einfach auch sofort wirken, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, wo man eben dann mit sowas mal experimentieren könnte. 2010 wurde der Gewürznelkenbaum als Heilpflanze des Jahres gewählt und zu Recht, wie spanische Wissenschaftler an der Miguel Hernández Universität, das ist eine Universität in Spanien, in Studien beweisen konnte. Ich verlinke auch diese Studie mal hier in die Shownotes beziehungsweise unter das Video. Und bei dieser Studie, das ist jetzt eben das Spannende an der Studie, wurden 5 verschiedene Antioxidantien auf die typischen Eigenschaften getestet und die Gewürznelke hat eben da Platz 1 eingenommen. Ja, das finde ich sehr interessant. Es hat also überdurchschnittlich gut angeschlagen bei den ganzen Tests. Und dann hat man sich gefragt, okay, woher kommt denn die Wirkung von diesen Gewürznelken? Und oder was ist die Wirkung? Vielleicht erstmal das. Und zwar ist es so, dass es sich positiv auf die Gehirnleistung auswirkt. Dann verstärkt es die Konzentrationsfähigkeit. Also wer damit Herausforderungen hat, der kann gerne mal damit experimentieren. Und es verhindert chronische Müdigkeit. Das ist immer so ein Problem. Das heißt ja nicht, wenn ich müde bin, kaue ich ein paar Gewürznelken und bin wieder topfit. Weil eine chronische Müdigkeit ist immer dann gegeben, wenn der Körper massiven Stress hat. Und jetzt Achtung, die kleinste Währungseinheit des Körpers ist ja das ATP, das Adenosintriphosphat. Das wird in den ganzen unzähligen Mitochondrien in unseren Zellen produziert und versorgt den Körper eben dann mit Energie für alle Prozesse, egal was es ist. Jetzt muss ich dir Folgendes vorstellen, wenn irgendwo im Körper stille Entzündungen sind. Und das ist ganz weit verbreitet bei Menschen, die unter Umweltbelastung leiden, also mitten in der Großstadt, möglicherweise in der Hauptstraße leben, die sich schlecht ernähren, die rauchen, die viel Stress haben oder sonst andere Probleme mit sich herumtragen, also stille Entzündung haben, dann muss natürlich das Immunsystem permanent angreifen. Und das Immunsystem braucht Energie, dieses ATP. Und wenn das Immunsystem im Dauerbereitschaftsmodus ist und immer am Kämpfen, am Machen, am Tun ist, dann fehlt mir natürlich die Energie, vor allem dann, wenn ich mich grundsätzlich eher schlecht ernähre, für die ganzen anderen wichtigen Prozesse. Und der Körper fährt dann natürlich runter und das spüren wir als Müdigkeit. Also Müdigkeit ist immer dann gegeben, wenn der Körper klar natürlich nicht richtig ausgeschlafen ist, das ist das andere Thema, aber ich glaube, dass man es selber sehr gut einschätzen kann, ob man an eigentlich ganz guten Schlaf hat, auch an genügend Schlaf kommt oder eben, ob man sich wundert, dass man doch eigentlich ganz gut und viel schläft und trotzdem eben irgendwie nicht so richtig in Schwung kommt. Also zurück zum eigentlichen Thema. Wenn ich müde bin und Gewürznelken kaue, heißt es nicht, hurra, alles ist gut. Was aber helfen könnte, ist, dass eben, da komme ich gleich zu, Gewürznelken eine sehr gut antioxidative Eigenschaft hat oder haben. Plural ist, glaube ich, hier besser angebracht. Und dass das eben mit anderen Interventionen helfen kann, diese Müdigkeit zu reduzieren. Für alle YouTube-Follower, hier habe ich heute ein wildes Wetter aus viel Wind und permanentem Wechsel von Sonne und Wolken. Das heißt, wenn das Bild mal hell und dunkler sich reguliert, liegt das eben hier an der Umgebung. Ja, also das nur vielleicht mal so als Randnotiz. Also, dann soll es auch helfen als begleitende Maßnahmen bei Burnout und Depressionen, weil sie eben stimmungsaufhellend wirken können. Als alleinige Maßnahme, nein, das traue ich den Gewürznelken nicht zu, aber warum nicht damit experimentieren, wenn man davon betroffen ist und da viele betroffen sind, glaube ich, das könnte durchaus ein spannendes Selbstexperiment sein. Dann erhöhen sie auch die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Das hilft natürlich dann wiederum dem Immunsystem, dass es besser angreifen kann, was wiederum dazu führen könnte, dass wir eben dann diese chronische Müdigkeit verlieren. Da schließt sich letztendlich wieder der Kreis, wie vorhin erwähnt. Und auch bei einigen Tumorzellen soll es eben die Tumorzelle am Wachstum hindern. Also wenn man davon betroffen ist, durchaus ebenfalls ein Experiment wert. Aber man merkt schon, wow, da steckt viel Potenzial in einer Gewürznelke, ohne es zu sehr über den Klee loben, um in der Botaniksprache zu bleiben. Dann soll es auch die Leber und auch den Darm bei den Aufgaben unterstützen. Und es hat sogar insulinähnliche Eigenschaften. Das heißt, wer mit Diabetes zu kämpfen hat, auch da wäre es durchaus mal als Experiment zu empfehlen. Ich muss vielleicht zwischendurch sagen, ich selber hatte noch nie eine Gewürznelke im Mund. Möglicherweise war es mal irgendwo bei einem Gericht dabei und ich habe das gar nicht so richtig für voll genommen. Manchmal werden so Blumen draufgelegt, wo man denkt, ist das Deko oder kann das weg? Also sprich, kann das gegessen werden? Das meine ich mit weg.
Also ich habe es immer gegessen, weil ich denke, wenn es auf dem Teller, auf dem Fleisch liegt oder auf den Hülsenfrüchten, dann haue ich es auch weg. So mache ich das. Dann wirkt es eben entzündungshemmend und antibakteriell, findet aber auch Einsatz in natürlichen Zahncremes und wirkt somit auch gegen Parodontose, weil es ja auch eine Entzündungserkrankung ist. Ja, und auch bei Entzündung auf der Haut sollen diese Nelken antientzündlich wirken. Und das macht es eben durch diese antioxidativen Eigenschaften. Es hat auch bei Zahnschmerzen eine leicht betäubende Wirkung. Das finde ich auch sehr interessant. Und über die Antioxidantien möchte ich jetzt ein ganz klein wenig mehr sprechen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Mal kurz erklären, warum Antioxidantien so wichtig sind. Und wenn du dich generell für Antioxidantien interessierst, dann klick mal auf den Link in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung, weil da zeige ich dir eben noch zwei andere Produkte, die sehr, sehr gut wirken können, antioxidativ. Nämlich zum einen ist es Kurkuma. Da halte ich sehr viel von, beziehungsweise, um genau zu sein, dem eigentlichen antientzündlichen Wirkstoff im Kurkuma-Gewürz ist das Kurkumin. Das ist wichtig, weil nur Kurkuma-Gewürz zu nehmen fürs Essen, das ist zwar super, und weil es die Inder auch sehr regelmäßig für das Essen würzen verwenden, haben sie auch genügend Kurkumin. Das tun wir Westeuropäer eher weniger und westlich lebende Länder, Nordeuropäer, würde ich eher sagen. Wir tun das eher weniger und deshalb würde ich eben dann schon gezielt das Kurkumin nehmen oder auch OPC. Also gut, jetzt zu freien Radikalen, beziehungsweise Antioxidantien. Ich muss anfangen mit den freien Radikalen. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Freie Radikale sind wie aggressive Singles. Wenn du dich an den Chemieunterricht früher erinnern kannst, dann weißt du vielleicht, dass der Atomkern umgeben ist von Elektronen, von so Kreisen, ja, die Schale außenrum. Und ganz außen auf diesem Kreis, auf dieser Schale, da sind ja die Elektronen. Und Elektronen haben immer die Eigenschaft, dass sie gern paarweise vorkommen. Die wollen einfach ein glückliches Pärchen sein, die fühlen sich in einer glücklichen Partnerschaft am wohlsten. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn es 2, 4, 6, 8 aufsteigend, also immer gerade Zahlen von Elektronen auf dem äußeren Elektronenring sind. Singles, aggressive Singles, freie Radikale, die insbesondere durch aggressiv UV-Licht entstehen, durch Rauchen, durch schlechte Ernährung, Alkohol und so weiter, durch Umweltbelastung. Diese aggressiven Singles, die sind einzeln. Das heißt, die sind nicht paarweise, die suchen aber einen Partner. Also entreißen sie durchaus dieser Partnerschaft einen Partner. Das machen die ganz rabiat. Vielleicht werden die auch verführt. Vielleicht, die machen es vermutlich freiwillig, weil eben das richtige Casanova sind und die schaffen das eben dann, diese stabile Partnerschaft in einem Atom letztendlich dann kaputt zu machen. Und dann wird dieses Molekül sehr instabil und sucht eben wiederum irgendwo einen anderen Partner. Und dann wird das Ganze komplex instabil und das ist das, was eben Krankheiten fördern kann. Also bitte merken, freie Radikale sind aggressive Singles, die eine ehemals stabile Verbindung instabil machen, wodurch die Verbindung in sich instabil wird und das eben dann zum Beispiel auch Entzündungen auslösen kann. Was machen jetzt Antioxidantien? Das sind die Singles, die friedlich sind und bewusst auf der Suche sind nach diesen aggressiven Singles. Also die friedlichen Antioxidantien-Singles suchen nach den freien Radikalen-Singles, verbinden sich mit denen, die zwei werden glücklich und lassen somit eben zum Beispiel Zellen in Ruhe. Und das ist eben der vorteilige Effekt von Antioxidantien in Bezug zu freien Radikalen. Ich hoffe, du kannst damit so ein bisschen was anfangen, warum freie Radikale eben gefährlich sind und auf der anderen Seite, warum Antioxidantien so gesund sind für uns, weil sie eben bevor diese aggressiven Singles, bevor die Schaden anrichten können, verbinden die sich dann mit den Antioxidantien und dann ist alles fein. Gut. Was Nelken ebenfalls können, sind einen krankhaften Eisenüberschuss regulieren, obwohl die Nelken an sich auch ein ganz guter Eisenlieferant sind. Das finde ich auch sehr spannend. Es gibt ja die Hämochromatose, vielleicht schon mal gehört, das ist dieser krankhafte Eisenüberschuss und wenn man darunter leidet, kann man Aderlass machen, ja, oder Blut spenden gehen, oder man kann eben auch mal den Versuch mit Gewürznelken machen.
Dann dienen sie auch der Insektenabwehr, weil es gibt auch einige Insekten, die sind sehr empfindlich auf Nelken. Und ja, wenn du das eben in der Wohnung drin hast oder eben dort, wo die Eintrittspforte für Insekten, wie zum Beispiel eine offene Balkontüre, wenn du das eben dort positionierst oder eben abends, wenn du draußen sitzt, eben dann diese Gewürznelken draußen hast, dann kann es sehr gut sein, dass du von diesen kleinen Plagegeistern in Ruhe gelassen wird. Und wenn es dich dann mal irgendwie gestochen hat, so ein blödes Viech, dann helfen dieses Öl, das ätherische Öl von diesen Gewürznelken dazu auf die Wunde gerieben, dass es abschwillt, dass es eben diesen Juckreiz nimmt. Also man sieht, es ist echt ziemlich spannend. Deswegen habe ich auch diese Frage genommen. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin da auf diese vielen positiven Eigenschaften gestoßen. Da dachte ich mir, das möchte ich meiner Community nicht vorenthalten. Also Michelle, nochmal vielen Dank für die spannende Frage, die auf einen weißen Fleck bei mir getroffen hat. Was passiert, wenn man Nelken jeden Tag isst? Wenn man sie in kleinen Mengen einsetzt, das ist wichtig, dann haben sie keine Nebenwirkung. Aber wenn sie im Übermaß verzehrt werden, dann oder auch eben als ätherisches Öl überdosiert werden, da kann es zu Hautreizen kommen. Wenn ich also wirklich viel auf die Haut schmiere, weil ich da irgendwie einen entzündlichen Prozess habe oder komplett vollgestochen bin und das jeden Tag, dann kann es zu Hautreizen führen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und Vorsicht, wenn man es im Übermaß verzehrt, dann kann es tatsächlich bis zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also tastet euch da ganz langsam ran. Ich kann auch keine Dosierungsempfehlung an dieser Stelle geben, weil ich selber auch noch keine Experimente damit gemacht habe. Ich kann euch nur so viel sagen, wenn man von extern etwas zuführt, und man merkt, es tut einem irgendwo nicht gut, dann bin ich wohl in einem Dosisbereich, in einem individuellen, der mir nicht gut tut. Das heißt eben dann erstmal komplett aufhören und vielleicht eine Woche später mit deutlich weniger nochmal beginnen und zu gucken, ob ich irgendwo einen positiven Effekt auf irgendeine Beschwerlichkeit spüre. So will ich an dieses Thema rangehen. Ja, dann wie alle ätherischen Öle kann es natürlich zu allergischen Reaktionen kommen. Es kann zu Atemwegsreizungen kommen. Es kann zu Schwellungen kommen oder sich irgendwas anderes komisch anfühlen. Also bitte immer auf den Körper hören. Wenn der sich meldet, dann gehört das nicht zwangsläufig zum Heilungsprozess, sondern dann ist es eben ein etwas an zu viel gewesen. Spannend finde ich auch, dass Gewürznelken eine ganz ordentliche Portion an Vitamin A beinhalten und eben auch wichtige Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, über die wir schon gesprochen haben, die für uns vielzelligen Menschen sehr gut sind. Stichwort Hormesis für die Einzeller, also Bakterien beispielsweise oder Wenigzeller, sind sie eben dann sehr problematisch. Es ist letztendlich die Abwehrwaffe der Nelke beziehungsweise eben auch von generell Obst und Gemüse oder anderen Gewächsen. Dann, wer den süßlich scharfen Geschmack und auch das Aroma der Nelken mag, der sollte auf jeden Fall mal damit experimentieren. Das ist mein Tipp. Nur der Geschmack ist sehr speziell, also es gibt bestimmt welche, die spucken das direkt wieder aus. Ich habe es mir noch nicht besorgt, das muss ich auch sagen. Ich habe die Frage gelesen, habe sofort recherchiert und habe dann direkt hier rausgefeuert, weil ich es mit euch teilen möchte. Und ja, probier es doch einfach mal aus. Vielleicht, wenn du generell unter einem Eisen- oder Selenmangel leiden solltest, wir hatten es ja eben, dass Nelken auch helfen können, einen Eisenüberschuss zu regulieren, aber die meisten haben eher eine Unterdeckung an Eisen und vor allem auch Selen, weil wir ein ganz klar ausgewiesenes Selenmangelgebiet sind und das große Probleme machen kann. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Dann musst du nicht zwangsläufig auf Nelken zurückgreifen, wenn sie dir nicht schmecken sollten, weil gerade in Bezug zu Eisen, das muss verträglich sein. Viele Eisenpräparate sind nicht gut verträglich. Das merkt man mit Übelkeit, mit Reizungen im Magen beispielsweise. Da haben wir ein ganz tolles Produkt bei Vita Moment. Das verlinke ich natürlich auch in die Shownotes, in die Videobeschreibungen. Gerade beim Selen, da würde ich auf zwei spezielle Verbindungen achten, die wir auch in unserem Vita Moment Produkt drin haben. Also wenn du Selenmangel vermutest, also immer dann, wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Entgiftungsprozess oder, was die meisten eher einschätzen können, mit der Schilddrüse Herausforderung hast, dann solltest du dringend auf extra selenreiche Kost achten. Das geht beispielsweise mit Paranüssen, die sind sehr selenreich. Allerdings weißt du auch nicht, auf welchem Baum oder auf welchem Boden der Baum mit den Selennüssen gewachsen ist. Und dann wird es schon mal ein bisschen schwierig, eben das einschätzen zu können. Da empfehle ich immer lieber konzentriert an eine hochkompetente Nahrungsergänzung und
Da bietet dir eben Vitamommel mit Sicherheit ein sehr wirkungsvolles Produkt. Und ich erwähne das immer wieder, weil ich da auch sehr stolz drauf bin, das darf ich gerne zugeben. Schau dir auch bitte auf diesem Produkt mal die Bewertungen zum Produkt an. Ich denke mal, das könnte auch Skeptiker überzeugen, ob sie den Versuch wagen sollten. Also ich verlinke diese Produkte natürlich Shownotes oder in die Videobeschreibung. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit für ein Thema, was man vielleicht erstmal, vielleicht als für sich selbst nicht so interessant erkannt hat, aber vielleicht neugierig genug war, was natürlich auch der Überschrift zu diesem Thema geschuldet war. Und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann bist du vielleicht auch mutig genug, mal für dich Gewürznelken auszuprobieren. Wenn du magst, bewerte das Video, schreib was in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich lese die Kommentare nämlich tatsächlich. Also in diesem Sinne, bleib gesund, aber ach komm, den Rest kennst du, oder? Wenn du ganz neu mit dabei bist, mach auch was dafür. Das wirst du immer wieder hören. Und dazu stehe ich. Bis dann. Tschüss.